Im vorherigen Video haben wir sogenannte eindimensionale Arrays kennengelernt. Die haben wir uns vorgestellt wie eine geordnete Liste. Diese werden wir jetzt aber zu zweidimensionalen Arrays erweitern. Damit können wir zum Beispiel Pac-Man noch einfacher und flexibler sowohl waagrecht als auch senkrecht im Spielfeld bewegen. Aber alles der Reihe nach. Was hat es denn mit den Begriffen eindimensional und zweidimensional bei Arrays überhaupt auf sich? Wenn Sie an ein Array bzw. eine Liste denken, dann speichern wir in dieser mehrere Werte zu einer bestimmten Information. In unserem Fall, beim Pac-Man-Beispiel, können wir so einfach ein einzeiliges Spielfeld abbilden. Ist unser Spielfeld jetzt aber größer, zum Beispiel 10x10 oder 30x30 Elemente groß, dann wäre es doch einfacher, wenn wir unsere Informationen zu den einzelnen Spielfeldelementen in einer Art Tabelle ablegen könnten. Dann könnten wir etwas sagen, der Pac-Man befindet sich gerade im vierten Element bzw. der vierten Spalte in der dritten Zeile. Das können wir ganz einfach mit einem zweidimensionalen Array umsetzen. Bei der Initialisierung und Deklarierung unseres Arrays fügen wir jetzt noch ein Klammernpaar hinzu. Und zwar hier ein eckiges Klammernpaar und hier in eckigen Klammern num field y. Damit teilen wir das Spielfeld nun auch vertikal in Rasterelemente. So können Sie in x-Richtung und in y-Richtung Punkte platzieren. Sie sehen jetzt, dass plötzlich vieles rot unter Welt ist, weil für Processing ist jetzt der Zugriff auf Elemente nicht mehr korrekt. Wir haben ja oben jetzt ein zweidimensionales Array und unten greifen wir aber eigentlich noch auf ein eindimensionales Array zu. Das kann so nicht funktionieren. Damit das Ganze etwas klarer wird, benennen wir jetzt in den Vorschleifen die Zählervariable auf x um. Also hier einmal. Auch bei field. Und in der unteren Vorschleife. Auch wieder bei Field und auch hier noch einmal beim Zeichnen. In der ersten Schleife können wir jetzt nicht mehr nur die x-Richtung verwenden, sondern müssen auch die y-Koordinate angeben. Dazu brauchen wir jetzt eine verschachtelte Schleife. Also fügen wir hinzu for int y ist 0, y kleiner field am Index x, Punkt length, y++. Und hier ergänzen wir wieder den Index y und schließen noch die Klammer von der Vorschleife. Auch bei der Abfrage unten müssen wir nun beide Dimensionen beachten und eine verschachtelte Schleife verwenden. Die y-Koordinate errechnet sich genauso wie die x-Koordinate durch den Abstand der Punkte in y-Richtung. Machen wir das hier wieder. For int y ist 0, y kleiner field am Index x.length, y++. Hier erweitern wir wieder das Array auf den Index y. Und beim Zeichnen müssen wir hier height ersetzen mit field size y durch 2 plus y mal field size y und auch hier wieder das field size y. Und hier wieder eine schließende Klammer für die Vorschleife. Und das sollte es schon gewesen sein. Um jetzt einen Punkt als gegessen zu markieren, müssen wir beide Dimensionen angeben. Zum Beispiel, wenn wir wollen, dass der Punkt in der sechsten Spalte und dritten Zeile verschwindet, dann müssen wir die Indizes 5 für die x-Richtung und 2 für die y-Richtung angeben. Also erweitern wir auch hier um den Index 2. Starten wir das Programm, dann sehen wir nun die Futterpunkte in beiden Dimensionen und der eine fehlt. Damit ist ein zweidimensionales Array nichts anderes als ein Array, welches als Elemente wiederum Arrays beinhaltet. Das ließe sich theoretisch nach Belieben auch für noch höher dimensionale Arrays erweitern.
Zweidimensionale bzw. mehrdimensionale Arrays können am Anfang sehr komplex sein, vor allem weil sie meist mit verschachtelten Schleifen kombiniert werden. Sie sind jedoch extrem praktisch, wenn wir Informationen logisch gruppieren und systematisch verarbeiten möchten. Programmieren Sie die Codeteile nach, spielen Sie ein wenig damit und versuchen Sie dann, Ihr Backman-Spielfeld mit einem zweidimensionalen Array zu erweitern. Wie immer gibt es auch noch viele interessante Beispiele zum Üben und Vertiefen der neu erlernten Konzepte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Kapitel!